Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute Jürgen vorstellen. Jürgen ist Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen und er hat ziemlich eins auf den Deckel gekriegt von seinen Vorgesetzten und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie läuft es einfach nicht mehr so. Das Team performt nicht mehr so wie früher, die Projekte laufen nicht mehr so, der Kunde, also der Markt hat sich irgendwie beschwert. Auch intern ist die Stimmung irgendwie nicht mehr so gut. Also ist jetzt die Vorgabe, wir müssen wohl an unseren Werten arbeiten. Also wird ein großer Werte-Workshop geplant und nach stundenlangen Diskussionen einigt man sich dann endlich darauf, dass man jetzt in Zukunft wieder vertrauensvoll miteinander arbeiten möchte. Er wünscht sich auch, dass die Mitarbeiter endlich mal wieder anfangen, unternehmerisch zu denken. Ja, immer muss man den Leuten ständig alles hinterherkippen. Sehen die Mitarbeiter denn nicht, dass da neue Angebote, neue Potenziale im Projekt quasi auf der Straße liegen? Das kann doch nicht wahr sein. Also er wünscht sich, dass jetzt die Mitarbeiter wieder anfangen, so wie es früher halt eben auch war, unternehmerisch zu denken. Und wir wollen natürlich absolut kundenfokussiert arbeiten. Wir wollen die beste Leistung für unseren Kunden bringen, damit der auch happy ist. Und am Schluss, am Abend, unterschreiben noch alle unter dem Papier. Die ganzen Flipcharts oder das digitale Hintergrund wird in die Zoom-Sessions eingebunden. Die Plakate werden wieder in die Büros gehängt, wenn du jetzt vielleicht zu denjenigen gehörst, die wieder ins Büro gehen. Wie auch immer. Vielleicht kennst du, also nicht vielleicht, ganz bestimmt kennst du solche Situationen. Ich habe jetzt heute einen netten Impuls in die Richtung bekommen. Da hat nämlich einer gesagt, wenn er diese Plakate sieht, dann ist das für ihn wie eine Vermisstenanzeige. Schau mal, da sucht jemand vergebens nach diesen Werten. So, du hörst schon vielleicht an meinem kleinen Vortrag, dass da ein Hauch Ironie drin war. Und deshalb hat sich Jürgen jetzt ein Buch geschnappt über Systemtheorie und hat nochmal reflektiert und musste dann feststellen, dass ihm ein paar Denkfehler unterlaufen sind und er die jetzt korrigieren möchte. Folgende Punkte sind ihm aufgefallen. Punkt 1. Die Werte, die man da definiert hat, sind doch auf irgendeine Art und Weise trivial, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Kundenfokussiert arbeiten? Ehrlich? Also wer will das denn nicht? Das heißt, wenn man schon über Werte redet, die man irgendwie etablieren möchte, was ich nicht empfehle, nur wenn, dann sollte doch der Wert so definiert sein, dass auch das Gegenteil irgendwie eine valide Option ist. Wir wollen die Besten in unserem Segment werden? Ja, na klar, warum trittst du denn sonst an? Willst du der schlechteste Kundenberater aller Zeiten werden? Das macht doch keinen Sinn. Wir wollen uns gegenseitig vertrauen. Ach, tatsächlich. Ist Misstrauen keine Option bei euch in der Firma? Also, verstehst du, was ich meine? Diese Werte sind doch auf irgendeine Art und Weise trivial, weil sie selbsterklärend sind. Natürlich wollen wir uns vertrauen. Natürlich wollen wir kundenfokussiert arbeiten. Natürlich möchten wir, dass die Mitarbeiter unternehmerisch denken. Das ist doch allen irgendwie klar und wir können uns alle darauf einigen, dass wir als Team gemeinsam das haben wollen. Die Frage ist doch, warum können wir da nicht so handeln? Und nachdem Jürgen jetzt Denkwerkzeuge der Höchstleister von Gerald Voland gelesen hat, hat er eine Idee. Die Antwort ist, dass Verhalten ein Stück weit zumindest willentlich gestaltet werden kann. Werte hingegen sind Gefühle. Und diese Gefühle können wir nicht willentlich vorher beeinflussen. Ein plakatives Beispiel, das Martin auch gerne immer wieder bringt, ist, ne, probier doch jetzt mal kurz deine Lieblingsfarbe zu ändern. Geht halt nicht so einfach. Werte sind Teil der Kultur und daher in der systemtheoretischen Sprache eine unentscheidbare Entscheidungsprämisse. Der wichtige Teil ist das erste Wort, sie sind unentscheidbar. Ich kann sie nicht willentlich ändern, ich kann sie nur beobachten. Sie sind wie eine Art Gedächtnis der Organisation. Sie sind ein Schatten. Sie zeigen das, was in der Vergangenheit an Verhalten gezeigt wurde und das spiegelt sich dann oft in den Werten wieder. Exemplarisch nimmt sich Jürgen jetzt mal den Wert Vertrauen vor. Was er gelernt hat ist, wie jeder andere Wert auch, entsteht Vertrauen nur aus der Erfahrung, dass sich Vertrauen im Unternehmen auch lohnt. Bleibt die Erfahrung aus, entsteht halt nur Misstrauen. Das heißt, was ganz oft passiert in solchen Kulturentwicklungsprogrammen oder auch in Teams, wenn du mit denen Wertearbeit machst, dass sich oft leider genau das Gegenteil einstellt. Wir haben doch jetzt tagelang darüber diskutiert, welche Werte wir im Team leben wollen. Und dann nach Monaten stellen wir fest, dass es doch nicht so einfach geht. Warum denn nicht?
ja, der und derjenige muss doch schuld sein. Und so fängt dann langsam an, so ein ungutes Gefühl in dem Team sich breit zu machen, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, und so erodiert dann langsam Stück für Stück eine solche Kultur, weil man eben Werte nicht willentlich herbeiführen kann. Leider hat Jürgen jetzt immer noch keine Idee. Was machen wir denn jetzt nun, fragt er sich. Die Idee ist, die Ursache für das Misstrauen in dem Team zu finden und die zu beseitigen. Und wenn sich dann neues Vertrauen einstellt, ist gut. Wenn nicht, war die Ursache noch nicht die richtige und dann darf ich weitersuchen. Und die kann irgendwo liegen. Und dann stellt sich das Vertrauen ein. Da wird kein Workshop, keine Wertearbeit, nichts wird dir dabei helfen. Ich hoffe, dieser Impuls bringt dich heute weiter. Du kannst ja gerne mal drüber nachdenken. Wenn du andere Meinungen dazu hast, gerne schreib uns gerne eine E-Mail. Die findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nachdenken, eine gute Woche und bis ganz bald. Dein David. Ciao.